Und wenn Sie jetzt beim Professor das Vorurteil haben, ein gesetzter Mann, eher ein bisschen konservativ, soll es ja geben in der deutschen Landschaft, dann darf ich Ihnen Herrn Förster direkt und live vorstellen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Tag. Ja, Dankeschön für die Einladung, Dankeschön für die Einladung in diese wunderbare Veranstaltung, denn ich glaube, dass tatsächlich in den Medien eine Basis oder auch eine Chance liegt, Vorurteile anzugehen, aber auch Vorurteile zu vermitteln. Es ist so, wie Sie sagen, wir haben ein bestimmtes Bild von bestimmten Leuten im Kopf, von Professoren. Und selbst wenn die Realität sich total verändert hat, also ich kenne eigentlich nur Professoren, die jetzt auch in meiner Altersklasse sind, ich bin immerhin 50, das ist also nicht mehr so ganz so jung. Und die sehen eigentlich inzwischen schon so aus und es sind auch mehr Frauen dabei, es sind unterschiedliche Hautfarben dabei. Das Bild hat sich verändert und trotzdem haben wir noch das alte, konservative Bild im Kopf von diesem kleinen, dickbäuchigen Professor mit Glatze. Darum geht es im Prinzip. Es geht darum, dass wir teilweise relativ konservativ sind. Das ist eine Hypothese, die wir in der Sozialpsychologie haben. Sozialpsychologie, kurz gesagt, ist die Psychologie des alltäglichen Lebens, des sozusagen normalen Menschen, der jetzt vielleicht mal ab und zu ein psychisches Problem hat, aber nicht dauerhaft in der Psychiatrie ist. Und das sind eben 95% aller Menschen. Um gleich ins Thema einzusteigen, natürlich gibt es zu dem Thema Vorurteile, Stereotype, Diskriminierung unterschiedliche Facetten. In der Psychologie unterscheiden wir gerne zwischen Gedanken, Kognition, Emotionen und Verhalten. Und das tun wir bei diesem Thema genauso. Wir würden die kognitive Ebene das Stereotyp nennen. Das Stereotyp ist einfach eine Eigenschaft, die wir mit bestimmten sozialen Gruppen verbinden. Das können neutrale Dinge sein, wie Italiener essen Nudeln oder Deutsche essen Sauerkraut. Es können negative Dinge sein, wie Frauen können nicht rechnen oder positive Dinge. Schwarze können gut tanzen. Diese Assoziationen lernen wir. Ja, mit denen werden wir nicht geboren, sondern die lernen wir in einer bestimmten kulturellen Gemeinschaft. Und sie werden vermittelt durch die Medien, durch bestimmte Bilder. Wenn Sie ein Buch kaufen, wenn Sie sich ein Buch kaufen in New York über Deutsche, dann werden Sie ähnliche Bilder zur Bebilderung des Deutschtums da finden. Und Sie wissen, okay, das Oktoberfest existiert, aber es ist überhaupt nicht repräsentativ für uns. Vermutlich laufen wenige Leute, die hier sitzen, irgendwann einmal so rum. Das Vorurteil, vielleicht manche, das Vorurteil bezeichnet die emotionale Ebene. Also wir haben eine Zuneigung oder wir empfinden Abneigung gegenüber einer Person aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Wenn man zum Beispiel sagt, dicke Menschen mag ich nicht so gerne, finde ich widerlich, ich mag keine Ausländer, aber ich bevorzuge schwarze Sänger, weil ich denke, dass die besser singen können, dann schwingt da eine Evaluation mit einer Bewertung und die hat meistens eine emotionale Komponente. Und das mündet nicht immer, aber häufig in eine Diskriminierung und das ist die Verhaltensebene. Und in der Psychologie bezeichnen wir Diskriminierung etwa wir haben da eine ganz große Kategorie geöffnet. Wir bezeichnen Diskriminierung als unterschiedliches Verhalten gegenüber einer Person aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, schon wenn wir uns von einer verschleierten Frau in der U-Bahn ein bisschen weiter wegsetzen, liegt Diskriminierung bei uns in der Psychologie vor, weil wir damit ein unterschiedliches Verhalten gegenüber dieser Frau zeigen als beispielsweise einer Frau, die wir weniger bedrohlich oder weniger komisch empfinden. Nun, das Interessante ist jetzt nicht, dass dieses alles besteht und dass wir vermutlich das Gefühl haben, das haben wir alles nicht, das betrifft uns nicht. Wir sind intelligente Akademikerinnen und Akademiker, die tolerant sind, nicht rassistisch und damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das sind die anderen, das sind die Dummen, das sind die, die solche Glotzen haben und vom Sozialamt leben. Nein, die News ist, dass wir solche Assoziationen natürlich haben, dass sie eine bestimmte Funktion haben und dass sie teilweise unerwünschte, unbewusste Effekte haben. Denn es ist so, unser Wahrnehmungsapparat nimmt bestimmte Gruppenmerkmale sehr schnell wahr. Das Erste, was wir im Millisekundenbereich feststellen oder wahrnehmen von einer Person, ist, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, von Ausnahmen abgesehen. Hautfarbe wird ganz schnell erkannt. Danach kommt Alter, Kleidung. Und erst als 30. Wahrnehmungsebene nehmen wir individuelle Informationen wahr von einer Person. Das heißt, es geht unheimlich schnell.
Das ist also der erste unbewusste Moment. Wir nehmen in unter der Bewusstseinsschwelle wahr, ob jemand Mann oder Frau ist. Und dieses führt dazu, dass in unserem Gehirn, in unserem Gedächtnis, damit verbundene Assoziationen gleichzeitig aktiviert werden, die wir gelernt haben. Nehmen wir mal ein anderes Stereotyp, Ausländer. Wenn Sie zum Beispiel deutsche Studenten und Studentinnen fragen, was Ihnen zu Ausländer einfällt, und Sie sagen, sei schnell, überleg nicht lang, nichts ist richtig, nichts ist falsch, sag einfach, was dir dazu einfällt. Und Sie testen so 100 Probanden, dann finden Sie so ein kulturell geteiltes Netz. Ja, also die Assoziationen zu Ausländer wären dann faul, kinderlieb, aggressiv, Islam, Temperament, Knoblauch. Sie sehen, das können neutrale Dinge sein, es können positive Dinge sein, es können negative Dinge sein, aber beim Stereotyp handelt es sich um ein in einer bestimmten kulturellen Gemeinschaft geteiltes Wissen. In der Psychologie nennen wir Wissen auch Wissen, wenn es falsch ist, weil wir davon ausgehen, dass sowieso Wissen meistens zur Disposition steht und wir nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Also für Psychologen interessiert nur, was haben wir im Kopf und was leitet unser Verhalten. Das kann sich um richtiges oder um falsches Wissen handeln. Aber dieses ist eine Wissensstruktur, die wir lernen. Und das ist schon eine Take-Home-Message. Wir lernen diese Assoziation in einem kulturellen Kontext. Wenn wir als Ausländer in Deutschland, es gibt ja dieses Wort Ausländer, glaube ich, sowieso nur in Deutschland mit dieser Konnotation, an irgendetwas Türkisches denken, ja, denn das ist ja ein bisschen Islam, Knoblauch, das geht mehr in diese türkischen Ausländerschiene als in die französische beispielsweise, dann ist es etwas, was wir gelernt haben in einem Kontext, was wir vielleicht auch unbewusst gelernt haben es auch angehen möchten. Das Interessante ist, dass auch Sie diese Assoziation haben. Sie haben ja gelacht, Sie fanden das wahrscheinlich dumm, dass Leute so etwas gesagt haben wie, ja, temperamentvoll oder Knoblauch, aber Sie haben die Assoziation natürlich auch, weil wir sie alle in unserem Kontext gelernt haben. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir den Knoblauch gerne im Türkenladen kaufen, weil er vielleicht da besser ist, ja, weil die das ja essen, die sind ja Experten. So, diese Stereotype beinhalten allerdings auch Leistungen, da wird es für uns als Psychologen ganz interessant. Zum Beispiel das Stereotyp Frau, wenn Sie das abfragen bei Probanden, Probandinnen, kommt Folgendes bei raus bezüglich von Leistungen. Verbal spitze, sind in Sprachen also gut, reden toll, Moderatorinnen gibt es wahrscheinlich sogar mehr als Moderatoren, das kommt Ihnen dann auch zugute. Emotional plus Psychologinnen sind sicherlich viele erfolgreicher als Psychologen, aber im analytischen Bereich hapert es ein wenig. Technik minus Mathematik minus, das sind also die negativen Vorstellungen, die wir mit dem Stereotyp verbinden. Jetzt fragt man sich, okay, das wissen wir ja alle, diese Vorurteile bestehen und viele von uns glauben da nicht mehr dran. Wenn wir uns die PISA-Studien ansehen, wie stark sich die Mädchen in diesem Bereich des analytischen Mathematik und Technik verbessert haben, dann spricht das für eine Sozialisationskomponente, einen Sozialisationseinfluss, der vielleicht nicht genetisch ist und der sich über die Jahre dann auch verändern wird, so dass wir wahrscheinlich irgendwann mal 50% Mathematikprofessorinnen haben und das ist eine Entwicklung, die vielleicht gar nicht aufzuhalten ist. Nun bewirkt aber das, was wir im Kopf haben, uns, das führt teilweise zu Fehlern oder das führt teilweise zu Urteilsfehlern oder Diskriminierung, wie man am folgenden Beispiel sieht. Dieses ist zum Beispiel die Werbung, die neue Werbung der Universität Amsterdam, die sich als tolerante Universität präsentieren will, als modern, die internationale Studenten und Studentinnen anziehen will. Und die Werbung ist folgendermaßen. Es taucht also ab und zu ein Mann auf, wenn Sie University of Amsterdam eingeben, und der sagt, ich bin nicht zufrieden mit einfachen Antworten. Manchmal taucht auch eine Frau auf und die sagt, ich sehe die Schönheit in Problemen. Sie sehen hier eine typische stereotypisierende Beurteilung von Männern und Frauen. Sie sieht die Schönheit und er macht es sich nicht leicht, er ist analytisch. Genau das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, und ich nehme an, dass diese Werbeagentur teuer bezahlt wurde, dass sie keinen Fehler machen wollte, dass sie den nächsten Auftrag der Universität haben will und trotzdem diesen stereotypisierenden Fehler gemacht hat. Und die Studierenden haben dieses mir während eines Kurses, den ich gegeben habe, eben über Verurteilen gegeben und haben gesagt, guck mal, das ist doch ein gutes Beispiel. Es wird bemerkt und Fehler passieren trotzdem. Nun, wie messen wir das eigentlich? Wie können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir unbewusste Einflüsse von Stereotypen haben? Eine Möglichkeit ist folgendes. Sie gehen am Computer, blenden Sie Wörter ein wie Frau oder Mann, also die Gruppenbezeichnung. Und das wird so schnell getan, dass Sie das Wort gar nicht erkennen können.
also unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Das spielt sich im Millisekundenbereich ab. Und wir wissen dann als Psychologen, dass es trotzdem, dass die Information trotzdem ihren Gedächtnisspeicher erreicht. Sie haben das Wort nicht gesehen, aber es führt trotzdem zu irgendetwas. Und zwar zu Folgendem. Wir maskieren das also, das können Sie also als Versuchsperson nicht sehen. Es wird oben eingeblitzt, wie ein kleiner Blitz erscheint Ihnen das. Und dann werden Sie gebeten, Wörter, die am Computer erscheinen, wie zum Beispiel technisch, zu lesen. Und wir messen die Lesegeschwindigkeiten. Wie schnell kann eine Versuchsperson technisch lesen, wenn vorher Mann oder wenn vorher Frau eingeblitzt wurde? Ja? Das können Sie also vergleichen. Mal blitzen Sie Mann ein und dann muss die Versuchsperson technisch lesen, mal blitzen Sie Frau ein. Die Lesegeschwindigkeiten, dieses ist ein hypothetisches Muster, aber es kommt im Prinzip immer so raus. Sie können auch Ausländer und faul nehmen, Sie können homosexuell und unmoralisch nehmen, alle möglichen unterschiedlichen Stereotype. Was Sie finden ist, dass die Lesegeschwindigkeit von dem Wort technisch schneller ist, wenn Sie vorher kurz das Wort Mann eingeblitzt haben und sich verlangsamt, wenn Sie vorher das Wort Frau eingeblitzt haben. Das passiert also im Millisekundenbereich im Unbewussten und sollte dazu führen, dass Sie dann so vorbereitet von Ihrem Wahrnehmungssystem auch unterschiedliche Dinge wahrnehmen, in einer Frau oder in einem Mann. Nehmen Sie mal an, Sie sind Mathematiklehrerin und müssen Mathematikarbeiten bewerten und die Ergebnisse sind nicht so ganz klar, dann würden Sie wahrscheinlich eher eine positive Lösung erkennen, wenn Sie wissen, dass es von einem Mann geschrieben wurde, als wenn die Arbeit von einer Frau geschrieben wurde. Eine weitere Möglichkeit zu sehen, dass unbewusste Stereotype wirken, ist, wenn Sie emotionale Ausdrucksmuster messen. Zum Beispiel die Muskeln, die daran beteiligt sind, um Ekel oder etwas Positives beispielsweise auszudrücken. Hier in dieser Untersuchung wurden Versuchspersonen gebeten, in Gruppen zu arbeiten und ihnen wurde gesagt, dass sie entweder eine Frau als Führung bekommen oder einen Mann. Und das waren alles intelligente Studenten, die dann sagten, naja, macht mir nichts aus, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Ich bin ein toleranter Mensch, ist auch egal. Beide können gut führen. Verbal, also überhaupt kein Unterschied. Aber in den Ausdrucksmustern, die gemessen wurden, die können das beispielsweise machen mit kleinen Elektroden, die sie an bestimmte Muskeln anlegen, zum Beispiel der Korrugatormuskel, das ist der oben, der spricht eher dafür, dass ihnen etwas nicht passt. Aber der Zygomaticusmuskel, das ist dieser, der Lächeln bewirkt, der zeigt eher eine positive Information. Was Sie finden, ist, was Sie im Prinzip auch erwarten würden. Wenn Ihnen ein Mann als Führung vorgestellt wird, überwiegen die positiven Emotionen über den negativen Emotionen. Wenn Sie wissen, dass Sie mit einer Frau zu tun haben, zeigen Sie verdeckt negative Emotionen häufiger als positive Emotionen. Obwohl die Versuchspersonen behaupten, dass ihnen das nichts ausmacht. Das ist also diese unbewusste Ebene, uns ist das nicht immer klar. Ein weiterer schockierender Effekt, den Sie vielleicht auch mal testen können am Internet. Dieses Spiel wird meistens irgendwann heruntergeholt von irgendwelchen Ethikkommissionen, weil es ethisch problematisch ist, aber ab und zu wird es wieder draufgespielt, dann können Sie sich selbst auch mal testen, ob Sie unbewusste Vorurteile haben. Das ist der Shooting Bias. Und ich sage Ihnen, wenn Sie dieses Spiel machen, ich habe das auch schon mal gemacht, dann ist das Ergebnis meistens unerfreulich. Das Spiel geht so, Sie bekommen am Computer Bilder präsentiert von Menschen, die entweder eine Waffe in der Hand haben oder etwas anderes, was eine Waffe sein könnte, zum Beispiel ein Handy oder sowas oder etwas zu essen. Sie sollen Polizeiinspektor spielen und immer dann schießen, also Sie kriegen eine Schießtaste, wenn die Person mit einer Waffe auftritt. Und Sie müssen das tun, Sie müssen das auch schnell machen, so wie ein Polizeibeamter das tun müsste, wenn er plötzlich mit so einer Person konfrontiert wäre. Ja, also eine relativ realistische Situation. Der andere Knopf ist nicht schießen und Sie sollen nicht schießen, wenn die Person keine Waffe in der Hand hat. Was jetzt gemacht wird, was manipuliert wird in dieser Untersuchung, ist, dass teilweise diese Menschen schwarz sind und teilweise sind sie weiß. Und es wird untersucht, wo machen die Leute Fehler, wenn sie Polizeiinspektor spielen. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Die wenigsten Fehler machen die Versuchspersonen und vermutlich auch Sie, zum Beispiel ich, bin da auch nicht anders als die Versuchsperson. Ich schieße am besten, also die geringste Fehlerquote ist, wenn ein Schwarzer eine Waffe in der Hand hat. Passiert mir und den Versuchspersonen eben auch nicht, dass sie den dann nicht treffen. Die Fehlerrate ist bei 1,5. Man schießt aber trotzdem, wenn ein Schwarzer auftaucht, der eventuell ein Handy in der Hand hat. Ja, das ist also eine Fehlerquote von 3,5. Wenn ein Weißer eine Waffe in der Hand hat, dann macht man eher diesen Fehler, dass man nicht schießt.
Wenn er eine Waffe in der Hand hat, dann sehen sie auch, dass man Fehler macht. Also manchmal erschießt man ihn auch ohne Waffe. Aber das ist beim Schwarzen eben gesteigert. Das heißt, hier haben wir einen ganz problematischen Fall, der sich natürlich auch in Kriminalstatistiken widerspiegelt. Es ist so in Amerika, dass Schwarze eher versehentlich erschossen werden als Weiße. Auch unbewusst natürlich, weil die Polizeioffiziere haben meistens ein Leben lang damit zu kämpfen, dass sie das gemacht haben und wollen das nicht, natürlich nicht. Und bezeichnen sich auch häufig nicht als Rassisten. Nun gibt es natürlich auch positive Auswirkungen des Vorurteils. Wir haben zum Beispiel gezeigt in Würzburg in einer Untersuchung, dass man, wenn man Versuchspersonen, bei Versuchspersonen Wörter wie Ausländer oder Deutscher aktiviert, sie unterschiedliches prosoziales Verhalten zeigen. In dieser Untersuchung sollten Versuchspersonen, nachdem sie bei uns das Experiment gemacht hatten, ihren Müsli-Riegel, den sie bekommen hatten, an ein Asylheim in Frankfurt weiterschenken. Ja, also wir sind da ein bisschen geizig gewesen. Wir haben sowieso nur einen Müsli-Riegel gegeben und haben dann noch gefragt, wolltet ihr denn spenden? Sie sehen, dass wenn mit Versuchspersonen nichts passiert, wenn sie also nur gefragt werden, wollt ihr diesen Riegel spenden, sind sie 100% in Würzburg war das damals bereit, diesen Müsli-Riegel auch zu spenden. Wenn sie vorher an einen Deutschen gedacht hatten, war das ebenfalls so, 100%. Wenn sie vorher allerdings in dieser Untersuchung an einen Ausländer gedacht hatten, dann sank das prosoziale Verhalten um 20%. Auch dies ein unbewusster Effekt. Wie sie das nutzen können auch für sich, zeigt eine andere Untersuchung von Abdeixterhaus. Er bat Versuchspersonen, sich entweder einen Professor vorzustellen für eine bestimmte Zeit, 10 Minuten lang, stell dir vor, du wärst ein Professor, oder 10 Minuten lang, stell dir vor, du wärst ein Hooligan. In den Niederlanden ist Hooligan assoziiert mit Dummheit, Faulheit, geringer Motivation, Professor mit hoher Motivation und Intelligenz. Und es gab auch eine Kontrollbedingung, in der die Versuchspersonen nicht gebeten wurden, an irgendetwas zu denken. Danach sollten sie Trivial Pursuit-Spiele spielen. Und also Wissensfragen beantworten. Was Sie sehen ist, dass wenn Versuchspersonen sich in die Rolle eines Professors versetzt hatten, sie in diesem Spiel besser waren, ihre Leistung gestiegen war, als Versuchspersonen, die vorher an das Hooligan-Stereotyp gedacht hatten, was mit geringer Motivation zu tun hat. Dies ist natürlich ein Motivationsfaktor, dass die Wissensbasis der Leute ändert sich nicht in 10 Minuten, sondern es zeigt, dass also schon unbewusste Assoziationen sich zu motivieren, sich anzustrengen, dazu führen, dass Leistungen in Wissenstests gesteigert werden können. Dramatischer ist folgender Effekt. Leistung in einem IQ-Test. Es sollte so, die Autoren Steele und Aronson, auch der Fall sein, dass allein das Ankreuzen des Geschlechts oder das Ankreuzen der Ethnie, wenn ich schwarz oder weiß in Amerika, Versuchspersonen beispielsweise in einem Intelligenztest beeinflussen sollte. Die Versuchsanordnung war also folgendermaßen, schwarze und weiße Studenten, alle insgesamt hochintelligent, Universitätsstudenten, sollten Intelligenztests bearbeiten. Die Hälfte dieser Versuchspersonen sollte vorher angeben, ob sie schwarz oder weiß ist, und die Hälfte sollte gar nichts ankreuzen in dieser Hinsicht. Ja? Was sie finden ist, also das sind die schwarzen Studenten, das sind die weißen Studenten, wenn die Ethnie nicht angegeben wurde, das ist also der blaue Säule, dann waren die Schwarzen ein bisschen besser als die Weißen im Intelligenztest. Wenn sie allerdings ihre Ethnie angegeben hatten, die in Amerika bedeutet, dass Schwarze nicht besonders intelligent sind, nicht motiviert sind, dann sank die Leistung um fast die Hälfte, wie Sie hier sehen können. Diese Untersuchungen sind wiederholt worden mit Frauen und Autofahren. Ja, Frauen fahren schlechter Auto, wenn sie vorher in einem Fragebogen angekreuzt haben, ob sie Frau oder Mann sind. Frauen sind besser in verbalen Tests, wenn sie das angekreuzt haben, sind schlechter in Mathematiktests. Das heißt, das Stereotyp, in dem wir selbst angehören, unsere Gruppenzugehörigkeit oder die Erinnerung an das, was wir als Frau können müssten oder nicht können, beeinflusst unsere Leistung unbewusst in der Testsituation. Nun, da ich Ihnen gezeigt habe, welche komischen und welche merkwürdigen und erstaunlichen Effekte diese Stereotype haben können, fragten wir uns natürlich, welche Funktion haben diese Stereotypen? Nun, das Wichtigste, was sie vermöglich, ermöglichen, ist das Erkennen von Menschen. Wenn ich nachts in Amerika, in New York beispielsweise, spazieren gehe und ich bin ganz alleine und es kommt mir ein 2 Meter großer Schwarzer entgegen,
dann wechsle ich eher den Bürgersteig, als wenn es sich dabei um eine 1,50 Meter große Chinesin handelt. Ja, also das ist das Erste, diese Erkennung von bestimmten Gruppenzugehörigkeiten, die mit bestimmten Erwartungen einherkommen. Ist er gefährlich, ist er nicht gefährlich? Wie muss ich mit ihm sprechen? Eher gehoben oder kann ich eher umgangssprachlich sprechen? Das ist wichtig. Assoziierte Erwartungen werden aktiviert. Sie haben das ganz schön gesagt, Frau Jahnke, wenn man einen Professor erwartet, dann hat man ein bestimmtes Bild im Kopf und denkt, dass er vielleicht hinter dem Pult steht und irgendetwas erzählt, und das passiert hier nicht. Also es werden bestimmte Erwartungen aktiviert, an denen Sie dann eine Person beurteilen können. Sie können mich auf dem Hintergrund des Professorenstereotyps, was Sie haben, entweder positiv oder negativ bewerten. Sie können sagen, ja, der redet ja manchmal ein bisschen schlampig, negativ, oder auch, das ist ganz schön, wie er redet, das ist ganz locker, dann ist es eher positiv. Sie haben also einen gewissen Standard im Kopf. Es erleichtert die Kommunikation. Wenn ich mich gleich mit irgendeiner Frau unterhalten soll, fange ich das Gespräch nicht mit einem Fußballspiel an, weil ich im Kopf habe, dass sie das vielleicht nicht interessieren könnte. Ja? Das kann ein großer Fehler sein. Ja, vielleicht ist sie der größte Fan, aber ich habe das Gespräch überhaupt erstmal begonnen. Ja, ich bin überhaupt erstmal in die Gänge gekommen, ohne viel zu überlegen, und das erleichtert natürlich die Kommunikation. Menschen sind zudem, so zeigt die Sozialpsychologie, Gruppentiere, Rudeltiere, die sich gerne in kleinen Gruppen aufhalten und ihre Werte und Normen miteinander teilen. Und wir freuen uns zum Beispiel, Fußball ist ein gutes Beispiel, mit unseren Jungs, wenn die gewonnen haben. Jedenfalls, wenn wir als Fußballspieler auch identifiziert sind, obwohl wir gar nichts dafür getan haben, obwohl wir Chips essen, auf dem Sofa gesessen haben, trotzdem freuen wir uns mit, und das ist etwas, was unseren Selbstwert als Mensch auch erhöht, wenn es uns gut geht, uns Medienleuten, uns Deutschen. So, dass manchmal ganz komische Effekte dabei herauskommen. Die Bild-Zeitung ist ja mal ziemlich gut in sozialpsychologischen Phänomenen. Es hat uns irgendwie gefreut, obwohl wir alle Ratzinger nicht mochten. Ich meine, die meisten von uns nicht. Also jedenfalls, die ein bisschen politisch gedacht hatten, haben gedacht, um Gottes Willen, doch bitte nicht der. Aber die Tatsache, dass er Deutsch war, ich weiß, ich habe damals eine Vorlesung gegeben, als das dann publik wurde, war dann doch so ein bisschen, hui, ein Deutscher, ist doch nicht so schlecht. Also der Selbstwert wurde unbewusst und teilweise gegen unseren Willen sogar gehoben. Das heißt, wir profitieren von den Leistungen von Menschen unserer Gruppe. Das ist etwas, was so ist und was uns teilweise gesund macht. Denn selbst wenn wir selbst als Individuum versagen, können wir uns immer noch sagen, ja, unsere Gruppe ist jedenfalls gut. Sie ermöglichen schnelle Entscheidungen. Das ist das, was eben auch ein ganz wichtiger Message ist. Immer dann, wenn wir schnell urteilen sollen, beispielsweise wenn wir 30 verschiedene Dinge im Supermarkt kaufen sollen, dann sind wir im Stress, haben keine Möglichkeit, die ganzen Ingredienzien dieser beispielsweise von Nudeln durchzulesen. Und was wir dann machen, ist, wir greifen nach denen, die wir für Stereotyp gut halten. Ich greife zum Beispiel immer nach den italienischen, weil ich dann denke, naja, das können die am besten. Ja. Oder ich greife dann nach dem Biozeichen in Deutschland, weil ich dann denke, ich tue mir was Gutes und dann muss ich nicht lange überlegen. Das heißt, diese Stereotype ermöglichen uns ein schnelles Leben oder man kann auch sagen, das Leben überhaupt. Denn wir haben nicht immer die Zeit, uns mit jeder Person auseinanderzusetzen. Und wir sind so gebaut, dass wir trotzdem eine schnelle Bewertung nötig haben. Oder beziehungsweise wir machen das einfach. Wir wissen in Sekunden schneller, ob wir jemanden mögen oder nicht. Das zeigen Untersuchungen beispielsweise von Hautleitfähigkeit, von emotionalem Ausdruck. Wir haben sofort ein Urteil gefällt und das ist wichtig, um uns zu orientieren. Forschung zeigt deshalb auch, dass Stereotype unter Zeitdruck stärker wirken. Und dies geschieht selbst bei Menschen, die keine Vorurteile haben wollen, weil es natürlich möglich ist, gegen diese Vorurteile, gegen bestimmte unbewusste Effekte anzugehen, wenn man sich dessen bewusst wird. Ja, wenn ich überhaupt mich erstmal darauf einlasse, dass ich Vorurteile habe, obwohl ich mich für einen toleranten Menschen halte, und dass ich an mir arbeiten muss, das ist die erste Basis, um überhaupt ins Gespräch zu kommen und diese Assoziation zu ändern. Es geschieht mir nicht selten, dass ich zum Beispiel mit Leuten aus der Wirtschaft rede, über Führungskräfte, über weibliche Führungskräfte, und mir dann Chefs sagen, naja, aber die Frauen sind doch schlechter. Ja, also das ist zum Beispiel ein sehr offenes Stereotyp, das dann auch eventuell eine gewisse Folge hat. Aber die sind sich wenigstens bewusst dieser Tatsache, dass sie sich so verhalten. Aber viele sind sich auch der Tatsache nicht bewusst. Und wenn man dann einfach auf die Führungspositionen schaut und da kommen dann irgendwie 2% Frauen bei raus, dann sind die Leute meistens noch ein bisschen erschrocken. Und das ist dann der Beginn, überhaupt erstmal mit dem Denken anzufangen. Medien
und Vorurteile, das ergibt sich aus der Funktion, spiegeln eigentlich die typischen Funktionen wider. Das heißt, auf der einen Seite schaffen Medien produzierende Stereotype oder führen dazu, dass sie beibehalten werden. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch daran arbeiten, sie zu verändern. Denn Assoziationen können natürlich verändert werden, obwohl es schwierig ist, eine Assoziation im Gedächtnis zu verändern, wenn man sie schon seit 50 Jahren hat. Also ich habe schon mit Studenten gearbeitet aus anderen Kulturen, in denen Homosexuelle aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden und die mir gesagt haben, ich bin jetzt 25, ich finde das blöd, mach das weg. Ja, mach das Stereotyp weg. Ich habe jetzt hier schwule Freunde und bin damit ganz zufrieden. Und denen muss man dann sagen, okay, es ist halt schwierig, wenn du das 25 Jahre lang gelernt hast, dieses Stereotyp wieder so umzuändern, dass es auch unbewusst anders wirkt, dass du auch unbewusst andere Reaktionen gegenüber Homosexuellen zeigst. Nun, in den Medien wissen wir, dass sie das Verständnis erleichtern. In einem Film haben wir nicht die Zeit, eine Person umfassend mit ihren ganzen Charakteristiken zu präsentieren, sondern wir tippen das Ganze ein bisschen an. Wir zeigen die hysterische blonde Frau, wir zeigen den Familienvater, der trinkt. Wir zeigen sozusagen Stereotype und versuchen das so individuell wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist ein Qualitätsmerkmal von Film. Je mehr wir das Gefühl von Individualität haben, umso besser ist das. Aber wir arbeiten natürlich damit Stereotypen. Sie sind Basis für Humor. Comedy ist kaum vorstellbar ohne die Verwendung von Stereotypen. Und gerade die moderne Comedy kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also Mario Barth mit so, oh, meine Freundin Schuh kaufen, oh, was. Das sind alles Dinge, mit denen er spielt, wo er in wenigen Sekunden offensichtlich erfolgreich für viele Stereotype präsentiert und wir uns darüber totlachen können oder auch nicht. Sie schaffen auch einen gewissen Identifikationsraum. Also wir erkennen ein gewisses mentales Zuhause in den Sitcoms, in denen sich dasselbe abspielt wie bei uns zu Hause. Ja, unter jedem Dach ein Ach und dann sehen wir, ach Mensch, denen geht es ja noch schlechter. Die Mutter hat nicht nur Krebs, sondern sie hat auch noch Krebs an zwei Stellen. Also das sind bestimmte Dinge, die uns helfen, ein mentales Zuhause zu haben und uns wiederzufinden, soziale Kontakte auch sozusagen zu ermöglichen mit Gleichgesinnten. Es wird ein virtueller Kontakt mit Unbekannten ermöglicht. Hier zeigt auch sozialpsychologische Forschung, dass wenn in bestimmten Sendungen wie Six Feet Under Homosexuelle plötzlich positiv dargestellt werden, auch im Bible Belt of America, dann zeigt sich eine Veränderung der Einstellungen, auch der unbewussten Einstellungen von Zuschauern, je länger sie das gesehen haben. Also das sind ganz schöne Feldstudien, die man inzwischen auch machen kann, indem man sich einfach anguckt, was konsumieren Kinder oder Jugendliche und was kommt dann dabei raus. Und es ist auch so, dass Wovereit als Homosexueller, der sich geoutet hat in einer sehr prominenten Situation, damals war das noch nicht so selbstverständlich, oder Frau Merkel als weibliche Führungskraft von Deutschland, dass die unsere Assoziation natürlich verändern. Es ist so, wie Alice Schwarzer das gesagt hat, ich mag die Frau Merkel vielleicht nicht so, aber auf jeden Fall kann sich jetzt jedes kleine Mädchen vorstellen und hineinträumen in die Rolle einer Bundeskanzlerin. Ich will Bundeskanzlerin werden. Das hätten vorher Mädchen vielleicht gar nicht gesagt, weil es gar keine Rollenmodelle gegeben hätte. Virtueller Kontakt heißt auch, dass man sieht, dass sich zum Beispiel Wovereit oder andere Homosexuelle mit ganz normalen Menschen ganz normal verhalten können. Das sieht man im Fernsehen und sieht, dass also zum Beispiel Regierungschefs aus anderen Ländern kein Problem damit haben, denen die Hand zu geben. Und das ist etwas Wichtiges. Also man sieht praktisch, dass der Umgang möglich wird mit diesen Menschen und man bildet sich dann ein, dann könnte ich mich ja auch so verhalten. Das ist also die Norm, die sich geändert hat. Medienschaffer bedienen sich natürlich teils unbewusst klarer Regeln. Wenn man sich zum Beispiel die Drehbuch How to Write a Movie Script Literatur anschaut, dann findet man eben bestimmte Regeln, die Medienschaffen auferlegt werden oder beziehungsweise Tipps, wie man ein Drehbuch schreibt. Christopher Vogler, ganz berühmtes Buch, schlägt vor, dass man sich jeden Film als Odyssee vorstellen soll. Der Held ist immer irgendwie eine Form von Odysseus und die anderen Personen folgen aus dieser Odyssee. Er kann das belegen an verschiedenen Filmen, die er aufführt und zeigt dann daran, dass dem so ist. Also hier werden bestimmte Schemata vorgegeben, die man sich auch bedienen kann. Insofern tauchen da auch Stereotype auf.
Und das Brechen von Stereotypen ist natürlich reizvoll. Das ist natürlich das, was dann im modernen oder im, teilweise in den besseren Filmen vorkommt, möchte ich mal sagen, dass da eben dann plötzlich eine kleine, schlanke, blonde Frau 300 Japaner in 7 Minuten niederknallt oder absäbelt vielmehr, Kill Bill. Oder wie in Jurassic Park, wo der Held die erste halbe Stunde nach seiner Tochter sucht. Das ist ein weißer Held, Jeff Goldblum. Und dann kommt plötzlich diese kleine Heldin rein und ist schwarz. Also das war dann auch, ich habe die Premiere gesehen in Amerika, das war dann ein Raunen im Raum, obwohl es eigentlich ein ganz guter, ja, ganz kleine Veränderung nur war und natürlich unseren Stereotypen-Erwartungen ein bisschen widerspricht. Das wird natürlich gemacht und ist reizvoll und wird natürlich auch von Leuten, die jetzt versuchen, gegen Stereotype anzugehen, verwendet, um die Stereotypen zu brechen. Wie eliminiert man Vorurteile? Dies ist das letzte Slide. Was häufig probiert wird, ich weiß, es sind auch Juristen unter uns, ist, dass man versucht, das über Gesetze anzugehen. Das heißt, was Gesetze normalerweise bewirken, ist, dass man in Firmen unterdrückt, bestimmte Stereotype unterdrückt. Als ich in Amerika gearbeitet habe, das ist mein Lieblingsbeispiel, und der Sekretärin zweimal morgens ein Kompliment betreffs ihres Kleids gemacht habe. Es war eine schwarze Frau, die sich immer sehr bunt angezogen hat, und ich fand es toll und gesagt, wow, nice dress, I love it. Wir haben mir nach dem zweiten Mal dann zu verstehen gegeben, dass das sexistisch ist, dass man eine Frau halt immer nach der Kleidung beurteilt und dass es an der Universität nicht möglich ist, das so zu tun. Ich fand, das war eine gute Lehre, sie hatte recht, aber hier sehen Sie das Wirken von PC, Politically Correctness Normen, die in bestimmten Firmen angewandt werden. Und ich sage Ihnen, es war schwierig für mich, dann am Morgen mir was anderes auszudenken, weil natürlich das Unterdrücken des Stereotyps, und das haben wir auch in Untersuchungen gezeigt, sowas ist wie das Unterdrücken des Gedankens von einem rosa Elefanten. Ja, Sie kommen da ins Büro, die Frau sieht fantastisch aus und Sie möchten sagen, tolles Kleid, und dann sagen Sie, das darf ich aber jetzt nicht. Und in dem Moment wissen Sie erstmal gar nicht, was Sie sagen sollen und gehen irgendwie ohne guten Tag zu sagen raus, was auch nicht besonders gut ist für das Betriebsklima. Aber das Unterdrücken bringt meistens nichts, es führt meistens zum Gegenteil, weil man sich die ganze Zeit halt mit dem beschäftigt, was man nicht sagen darf. Deshalb sind auch teilweise Gesetze da nicht besonders hilfreich. Die müssen dann schon mit großen Bestrafungen einherkommen, um dann wirklich dazu zu führen, dass man bestimmte ungewünschte Gedanken nicht denkt. Ja. Was man natürlich immer machen kann, ist, ein Urteil zu korrigieren, wenn man denkt, ups, jetzt habe ich irgendwie schon wieder eine Bewerberin nicht genommen. Ja, und das kann ja nicht sein. Also die letzten 10 waren alles Männer. Da muss also irgendwas falsch sein. Man kann dieses Urteil, wenn man sich dessen bewusst wird, korrigieren. Kann also in den Stapel von Bewerbungen nochmal reingucken und sich die Mühe machen, ob man nicht jeweils irgendwas übersehen hat. Das ist meistens etwas sehr Aufwendiges. Man kann dafür sorgen, dass andere Assoziationen aufgebaut werden. Und da sind, glaube ich, Medienleute gefragt, denn die Medien beeinflussen uns. Lehrer, Lehrerinnen sind gefragt. Das Elternhaus ist gefragt. Kinderbuchautoren und Autorinnen sind gefragt, hier andere Assoziationen aufzubauen. Sich zu überlegen, ist es nicht mal ganz schön, für eine Nebenrolle, einen Rollstuhlfahrer einzusetzen. Einfach ein Kind, das Müsli isst, aber das wird im Rollstuhl reingeschoben und wird auch wieder rausgeschoben und nichts weiter passiert. Solche Dinge. Oder die Tochter eines Weißen ist schwarz. Ja? Also so ganz einfache Dinge, die uns zeigen, dass Leute völlig normal sein können. Das wäre ein, glaube ich, ganz guter kreativer Weg, der langfristig einen Einfluss haben sollte. Kurzfristig allerdings auch nicht. Wie gesagt, eine Assoziation, Homosexuelle sind unmoralisch. Wenn man die 25 Jahre lang gelernt hat, ist es nicht so, dass man sie durch einen einzigen Film wegkriegt. Ja? Wir können uns überlegen, ist das nicht alles blöd? Sind diese Schubladen nicht blöd? Können wir nicht sagen, die ganze Bühne ist unser, wir sind Menschen alle? Das funktioniert sozialpsychologisch gesehen nicht so gut. Wir halten uns sehr gerne in kleinen Gruppen auf. Wir identifizieren uns gerne mit Menschen aus kleinen Gruppen, mit speziellen Gruppen, denn Menschen wollen immer ein bisschen speziell sein. Sie wollen zu jemandem gehören. Klar, das sind Rudeltiere, aber sie wollen auch ein bisschen sich abgrenzen von anderen. Sie wollen Werte haben, die sich von anderen unterscheiden. Insofern ist das ein Versuch wert, aber psychologisch nicht besonders erfolgsversprechend. Blinde Beurteilungsverfahren, wir sehen das in den Medien bei The Voice, jedenfalls in der ersten Fassung, ja, in der ersten Runde, wo Menschen nur nach ihrer Stimme beurteilt werden und nicht nach ihrem Aussehen und so dann schon mal der 15-jährige Glatzenträger eine Runde weiterkommt oder die dicke kleine Schwarze. Danach ist aber meistens auch schon wieder aus.
Also was man dann sieht, ist, wenn dann sobald die Menschen, sobald man mit den Menschen in Kontakt kommt, sobald man sie sieht, werden, fliegen sie im Zuschauerrating dann doch wieder raus. Aber sie haben erstmal eine Chance. In Orchestern wird das übrigens häufig gemacht, dass Leute hinter einem Paravent spielen bei Bewerbung, also Cellisten, Violinisten, Violinistinnen. Und Untersuchungen im Feld zeigen auch, dass das tatsächlich zu weniger Diskriminierung führt. Wenn Sie Musiker sind, ich habe Operngesang studiert, daher weiß ich das sehr genau, dass Menschen, dass in Orchestern Frauen diskriminiert werden, und das sehen Sie auch an der Verteilung, obwohl mehr Frauen Violine studieren, landen sie weniger in den Orchestern, und das Vorurteil ist, dass sie zu sanft, zu emotional und zu schlampig spielen. Ja? Chinesen, Chinesinnen, Asiaten werden also häufig diskriminiert, obwohl sie eigentlich in den Schulen besser sind. Dem wird dann vorgeworfen, dass sie zu wenig emotional sind. Und es ist schwierig zu beantworten, wenn Sie ein Geigenspiel hören, ja, was sind die Beurteilungsdimensionen. Man hat Orchester danach untersucht, ob sie ein blindes Beurteilungsverfahren haben, also hinterm Paravent, oder ob sie ein offenes haben in Amerika. Und es zeigte sich, dass die Verteilung von Schwarzen, Weißen, Asiaten, Asiatinnen und Frauen besser war, wenn blinde Beurteilungsverfahren eingeführt wurden. Das ist also eine einfache Möglichkeit. Das andere ist eben, was aber in Deutschland überhaupt nicht ankommt, ich predige das seit Jahren, dass in der ersten Bewerbungsrunde generell bestimmte Informationen wie in Amerika nicht im Lebenslauf auftauchen sollten, wie zum Beispiel, es sollte kein Foto drin sein, es sollte nicht drin stehen, wie alt man ist. Alte werden, habe ich ganz vergessen, extrem stereotypisiert und diskriminiert in Deutschland. Ist nicht in allen Kulturen so. Männer, Frauen, also alle diese Dinge sollten in der ersten Beurteilungsphase einer Bewerbung überhaupt keine Rolle spielen. Man sollte das weglassen. Ermöglicht es den Minderheiten überhaupt erstmal ins erste Verfahren zu kommen. Die Quote, ich habe mich mit Frau Janke ja vorher schon ein bisschen unterhalten, da haben wir beide im Wesentlichen auf diese Idee gekommen, ja, wir könnten ja auch eine Quote im Fernsehen einführen. Wir könnten ja irgendwie verlangen, aufgrund von irgendwelchen pädagogischen Maßnahmen mehr positive Schwarze in Sitcoms einzuführen oder so etwas. Die Quote hat sich allerdings im wirklichen Leben als nicht besonders erfolgreich herausgestellt. Wo sie institutionalisiert ist, funktioniert es. Also ich weiß nicht, ob es noch so ist, dass in Frankreich ein bestimmter Prozentsatz von Liedern in den öffentlichen Sendern französisch sein muss. Das war jedenfalls also damals so, als ich da war, und Sie nicken gerade. Da wird das einfach so akzeptiert, es gibt da immer wieder eine Diskussion. Aber es ist eben auch die Frage, sollte man das einführen? Gut, die Quote hat insgesamt in der Forschung einen relativ schlechten Ruf, weil Menschen das einfach nicht wollen, dass ihnen Freiheit geraubt wird, dass ihnen Freiheit genommen wird. Und das hat ein bisschen dieses Gefühl, dass Leistung dann nicht mehr bewertet wird, wenn man die Quote einführt. Das ist die gängige Diskussion, die Sie kennen. Wir wissen, dass man das unter Umständen, wenn man die Quote richtig einführt, also wenn man zum Beispiel auch Leuten, die man einstellt, nicht wissen lässt, dass sie eine Quotenfrau sind, dann kann das gut gehen. Aber ansonsten können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn Sie wissen, Sie sind die Quotenfrau. Das Ende ist nicht selten Burnout, weil man dann das Gefühl hat, man muss sich wer weiß wie beweisen. Und weil es auch verlangt wird von einem, weil man denkt, naja, eigentlich ist es ja schlecht und wollen wir mal gucken, was sie alles so kann. Also das muss auf jeden Fall sensibel eingeführt werden, und dafür sind eigentlich dann auch Psychologen notwendig, falls das gemacht wird, und das kann nicht so einfach passieren. Schöner wäre es, wenn das sich halt irgendwie so ergeben würde, aber das hat sich in Deutschland ja auch nicht so gezeigt. Insofern ist es jetzt an der Zeit, das zu machen, aber es hat eben auch sehr viele negative Effekte. Kontakt, und das ist der letzte Punkt, Kontakt ist tatsächlich das, Kontakt zu Minderheiten, das, was langfristig Assoziationen verändern kann. Wenn Sie sich aufgrund irgendeiner Tatsache in ein Minderheitsmitglied verliebt haben, sehen Sie ganz schnell eine Veränderung Ihres Stereotyps betreff der Gruppe, der er angehörte. Kontakt, und das hat übrigens jemand festgestellt, jetzt gerade in einer Meta-Analyse, der über 80 ist, von dem man das auch nicht erwarten würde, dass er noch 700 Studien gleichzeitig im Kopf haben kann, Tom Pettigrew. Er hat gezeigt, dass also 700 Studien, die zu dem Thema gemacht wurden, wenn man das zusammenzählt, dass Kontakt eigentlich das Wichtigste ist, um Stereotype zu reduzieren. Das heißt, wenn Freundschaften entstehen, das ist ein extra Punkt, wenn Freundschaften entstehen, was man im Kindergarten bewerkstelligen kann, in der Schule bewerkstelligen kann, Stichwort Inklusion, dann werden eben auch die Assoziationen verändert.
Gut, dies soll eigentlich im Prinzip nur der Ausgangspunkt sein für weitere Gespräche. Wir werden uns heute Abend ja noch darüber unterhalten und in den Workshop geht es sicherlich weiter. Diese Dinge sind alle nicht unwidersprochen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier als Professor Ihnen gesagt habe, so ist es und Sie nichts dagegen sagen könnten. Also sprechen Sie mich ruhig an, wenn Sie ganz andere Ideen dazu haben. Wenn Sie tiefer in die Materie eindringen wollen, gibt es auch Literatur. Ich habe versucht, in der kleinen Einführung in das Schubladendenken eben diese unbewussten Effekte darzustellen. Die Zeitakademie Psychologie beschäftigt sich mit dem Thema und anderen. Im Buch Unser Autopilot geht es dann auch um unbewusste Effekte. Das ist jetzt hier gerade nicht da, aber ist im Buchhandel auch noch zu haben. Ich danke Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit, bin gespannt auf Ihre Fragen und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Genau, Sie haben nicht die Möglichkeit, jetzt noch einfach Fragen an Herrn Förster zu stellen. Das war jetzt viele Anregungen, auch viele Studien, viele Zahlen. Also wenn Ihnen durch was in den Kopf geht, sammeln Sie sich kurz. Ich gebe Ihnen die Zeit, ich stelle Ihnen nämlich eine Frage, dann können Sie sich Ihre Frage überlegen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Vorurteile helfen, um schneller Entscheidungen zu treffen. Dann habe ich so gedacht, in einer Welt, in der wir leben, wo Tempo eine große Rolle spielt, sind Vorurteile doch eigentlich ein Werkzeug, das super hineinpasst und das wir wahrscheinlich gar nicht hergeben wollen auch können. Genau. Ja, nee, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, wir würden alle in einem Dorf leben, so wie das früher war, wir würden alle irgendwo kennen und auch individuelle Charakteristika jeder Person, dann sind da die Vorurteile, basieren sie auf jeden Fall auf Erfahrungen. Das ist ja, was wir wollen. Wenn wir die Nachbarin X nicht mögen, weil sie immer tratscht, dann haben wir auch einen Grund dafür, und das ist kein Vorurteil, sondern das ist ein Urteil, das auf Erfahrung beruhen kann. In der Welt, in der wir jetzt leben, das ist eine ganz gute Situation hier. Wir kennen uns irgendwie alle nicht. Wir sehen uns das erste Mal. Da habe ich gar keine andere Chance, als die Informationen von Ihnen zu nehmen, die ich habe. Sind Sie Frau oder Mann? Sind Sie alt oder jung? Und damit sind bestimmte Erwartungen verknüpft. Und die Kommunikation, das Verhalten richtet sich dann nach diesen Erwartungen. Wen kann ich ansprechen, zum Beispiel, um mir Geld für Forschung zu geben? Würde ich junge Leute erstmal nicht ansprechen, weil ich denke, da sind selbst noch Studenten und haben kein Geld? Würde ich mal gucken, und dann würde sich das schon mal eingrenzen und das wäre die Information, die unter Umständen hilfreich wäre. Was sind Ihre Fragen an Herrn Förster? Ja, mir ist eingefallen, wie stehen Sie denn dazu, dass jetzt Kinderbücher umgetextet werden? Diese Geschichte mit den Preußler-Büchern von der kleinen Hexe, dass da jetzt Stereotypen, die eben früher verwandt wurden, da rausgenommen werden. Hat das einen Effekt? Hat das überhaupt einen Sinn? Es ist eine ganz gute Frage. Ja, sag doch jemand mal was. Frauen und Technik. Aha. Na, also wenn Sie mich, geschmacklich finde ich es nicht gut, weil natürlich ist es so, dass man mit diesen Büchern, die man ja selbst gelesen hat und die ganz viel einem bedeutet haben in der Kindheit, dass man da jetzt gar nichts dran verändert haben möchte. Das ist einfach so. Also das finde ich nicht gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Vorurteile genau in dieser sensiblen Phase, da gibt es im Moment Juliane Degner an der Universität von Hamburg, Universität Hamburg, die das untersucht, dass sich gerade die in der Kinderbuchphase eben auch entwickeln. Also insofern wäre psychologisch oder pädagogisch auf jeden Fall eine gute Mischung von auch, sagen wir mal, anti-Klischee-behafteten Büchern zu empfehlen. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich ihm wahrscheinlich eine gute Mischung geben und würde dabei erzählen. Denn das war, glaube ich, auch früher der Sinn des Vorlesens, dass eine Mutter nicht einfach vorgelesen hat, sondern meine hat zum Beispiel immer die gruseligen Enden von Grimm weggelassen. Und alles ging immer gut aus. Niemand wurde geschlachtet oder so oder verbrannt. Oder, also das ist, glaube ich, diese Interaktion ist wichtig. Dass, und ja, wenn man nicht auf diese vertrauen kann, dann ist es wahrscheinlich gut, die Kinderbücher zu ändern. Aber ich würde keine Empfehlung aussprechen und bin froh, dass ich das nicht machen muss. Es ist halt die interessantere oder die bessere Kombination, finde ich, dass jemand das vorliest, mitliest und kommentiert oder bespricht. Das ist auch das, was vorhin eine der Preisträgerinnen sagte, die Anschlusskommunikation sozusagen mit den Eltern, dass man sich darüber unterhält, was man da gelesen oder gehört hat. Mhm. Haben Sie noch eine Frage? Hier vorne. An die Verzeihung, der Herr da hinten, dann sind Sie dran. Ich komme mal zu Ihnen, Moment.
als eher unwirksam bis kontraproduktiv einschätzen, um jetzt Vorurteile abzubauen? Ist das tatsächlich so, dass so die Durchsetzung dieser Normen nicht auch was bringen kann? Nee, das ist gut, dass Sie das sagen. Das ist dann wahrscheinlich zu negativ rübergekommen. Diese politischen Korrektnisnormen zeigen ja im Prinzip an, dass wir gewillt sind, bestimmte Assoziationen zu ändern. Ja, also wir wollen neue Normen einführen. Genau, genau. Aber es hat eben psychologisch eben auch diesen negativen Effekt, wenn ich mir das angucke, dass die Leute dann im Prinzip, erstens finden sie die Einschränkung von Freiheit immer irgendwie negativ, das ist bei Menschen so, also wenn sie in einem Betrieb, wir beraten ja manchmal auch Betriebe, wenn sie da irgendwelche neuen Gesetze und Normen einführen, dann kommen die erstmal nicht gut an. Alles, was sie nicht dürfen, wird irgendwie nicht besonders gut verstanden. Also wenn, dann müsste man diese Norm in der Diskussion einführen. Also das ist mal das Erste, dass man also das Gefühl hat, man war daran beteiligt als Mitarbeiter und nicht einfach, du darfst jetzt keine Blondinenwitze mehr reißen oder so. In unserer Kantine wollen wir das nicht. Dann führt das dazu, dass die Leute das erstmal nicht gut finden. Und das andere ist halt, dass sie sich ständig damit beschäftigen und wie bei dem Beispiel mit dem rosa Elefanten dann besonders daran denken. Also diese Stereotype teilweise bestätigt werden. Das sind die negativen Effekte. Insgesamt zeigt diese Entwicklung, dass wir Politically Correctness Norm haben, eine große Absicht, dass wir diese Vorurteile nicht mehr akzeptieren wollen, dass wir die Gesellschaft verändern wollen. Aber das vielleicht besser auf anderem Wege, durch Inklusion zum Beispiel und durch das Verändern von Assoziationen auf anderem Wege, zum Beispiel über andere Kinderbücher, über andere Medien. Der da hinten? Sie haben die Funktion der Medien ja recht massenmedial dargestellt. Es geht davon aus, dass der klassische Tatort, den wirklich Sonntagabend halb Deutschland guckt, und wenn ich im Tatort nur einen positiven Schwarzen zeige, werden die Menschen das schon kapieren. Wir erleben ja aber gerade so diesen Wechsel von den Push-Medien, die uns das aufzwängen, was die Redakteure gerne hätten, zu den Pull-Medien, wo ich als Konsument das sehr selbstständig entscheide. Und es gibt so Studien von Eli Pariser unter anderem, der das die Filterbubble nennt. Der macht das auf algorithmischer Ebene, das ist sozialpsychologisch, glaube ich, auch für soziale Prozesse nachgewiesen, dass wir uns das angucken, wenn wir die Wahl haben, was uns schon gefällt. Sozusagen selbstbestätigend, wenn ich Schwarze nicht mögen würde, würde ich auch nur Filme gucken, wo Schwarze negativ dargestellt werden. Und dieser Effekt würde sich verstärken. Würden Sie sagen, dass diese Tendenz ähnlich wie Pariser besteht, dass wir dadurch, dass wir selbstbestimmter sind, die Vorurteile weniger abbauen können? Oder würden Sie sagen, wie selbstbestimmter man handelt und je mehr Freiheit man in den Medien hat, umso eher ist auch die Chance, dass man was erwischt, was dem eigenen Klischee widerspricht. Ja, ich glaube, diese Veranstaltung ist halt ein ganz gutes Beispiel, dass wir uns jetzt alle zusammensetzen und überlegen, wie wir jetzt, wo wir mehr oder weniger am Hebel sind, also irgendwo mitgestalten, Vorurteile verändern können. Das ist, wie Sie sagen, halt so diese Idee, ich verändere den Tatort so, dass jetzt alle plötzlich irgendwie politisch korrekt handeln, ja, und nicht mehr sexistisch und rassistisch sind. Und das ist natürlich wirklich so, auf der einen Seite zerfasern sich die Medien natürlich. Also ich habe vor kurzem mal gefragt in der Vorlesung, welche Studenten überhaupt noch Fernsehen gucken, überhaupt noch ein Fernsehen haben. Und da haben also, glaube ich, so ungefähr 20%, die interessiert das überhaupt nicht mehr. Die machen alles über Internet, gucken natürlich auch Fernsehserien, aber dann irgendwie ganz andere Kanäle. Das ist also eine interessante Entwicklung, dass es also sich sehr individualisiert. Und bei der Technik, die Sie jetzt vorschlagen, dass ich mir aussuchen kann, wer ist jetzt der Held und wer ist nicht der Held, das ist natürlich tatsächlich etwas Perpetuierendes. Ja? Dass ich, also wenn ich jetzt Ihnen erzähle, wie wäre das denn, wenn Sie mal einen Schwarzen im Science-Fiction-Film länger als eine halbe Stunde lang überleben lassen? Ja, weil wenn Sie das angucken, dann ist es meistens so, dass der blonde Held irgendwie gewinnt, ja, und irgendwie typisches Vogler-Syndrom, die Odyssee, gewinnt und die Schwarzen werden irgendwie alle abgeknallt, am Anfang schon, was sich dann praktisch in Assoziationen manifestiert, dass ich denke, naja, so richtig clever können die ja nicht sein, weil in den Filmen werden die ja am Anfang immer schon ermordet. Also wenn ich Ihnen dann als Medienschaffende sage, lassen Sie noch mal ein bisschen mehr überleben, vielleicht schaffen Sie auch einen Helden wie Will Smith oder sowas, dann hätte das einen größeren Einfluss, als wenn ich jetzt Sie, der Sie ja jetzt gerade so getan hat, als hätten Sie Vorurteile und würden sich dann den Schwarzen wieder mal als Kanonenfutter wünschen, das würde sich dann perpetuieren, da würde dann tatsächlich nichts passieren. Oder ich müsste einen ganz anderen Zugriff finden, diesen Menschen zu vermitteln, was er da tut, unbewusst vermutlich. Und das wäre dann wieder ein ganz anderer Zugriff. Ja. Wir nehmen noch eine letzte Frage von der Dame hier vorne mit rotem Schal.
Ja, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, oder ich finde, was ja in so einer Diskussion eigentlich immer wieder deutlich wird, dass wir ja sehr stark bipolar denken. Also, dass es eigentlich immer darum geht, schwarz-weiß, Mann, Frau, gut, böse. Also, dass wir eigentlich immer in diesem Schemata einfach auch denken. Und so habe ich Ihre Experimente zum Teil auch verstanden. Also, die Experimente finde ich ganz logisch, weil die ja so angelegt sind, dass sozusagen was abgerufen wird und wieder was hervorgerufen wird, was ja sozusagen durch die Sozialisation, durch das, was wir erfahren, lernen, wissen, sozusagen auch immer wieder hergestellt wird. Und auch, wie Sie es jetzt gerade nochmal gesagt haben, auch immer wieder perpetuiert wird. Was ich mich halt frage ist, und was ich dann immer wieder mit Studierenden auch versuche, erstmal überhaupt zu schauen, wie diese, also dass man die Mechanismen eigentlich mal aufzeigt. Also wie diese Stereotype überhaupt sozusagen entstehen oder welche Konstrukte eigentlich dahinter stehen. Also dass wir so denken oder wie Sie sagen, Wovereit oder Merkel, ja. Also das wird ja auch an der Folie des Normalen oder wie Sie so sagten, das Normale. Dann muss man sich natürlich mal fragen, was ist das Normale? Irgendwie, dass es jetzt normal ist, dass ein Schwuler sozusagen nicht Schwulen vielleicht die Hand schüttelt im politischen Bereich, ne, was ja immer schwierig ist und schwieriger im Sport, also wenn man jetzt sich den Fußball anguckt. Und ich finde das, ich frage mich halt dann, wenn ich das jetzt so sehe, was Sie so auch nochmal vorgetragen haben, wie man eigentlich aus dieser Schere, eben genau aus dieser Schere rauskommt, eigentlich das wirklich mal zu reflektieren und auch aufzubrechen, dass wir auch immer sehr, sehr stark überhaupt schematisch denken, immer in diesen weil das eine wird ja nur sichtbar vor dem Hintergrund des anderen. Und Das ist ja eigentlich das, was wir uns sehr stark verdeutlichen müssten, denke ich, und was ja in allen Bereichen wirkt. Also. Ja, also ich denke, ich bin da eher pessimistisch. Ich denke, dass Gehirn arbeitet halt schematisch. Und das ist auch ganz gut so. Es nimmt nicht jede Information jetzt gleichwertig wahr, sondern reduziert für uns schon. Ja, also ich nehme jetzt nicht alles von Ihnen wahr, sondern bestimmte Dinge, die eben funktional sind. Ihren Gesichtsausdruck, Ihr Zögern, Ihr Schütteln mit dem Kopf. Also diese Sachen sind eben, da entsteht eine Vorselektion. Es wird in eine bestimmte Kategorie oder Schublade im Gehirn gesteckt, die mir erlaubt, das überhaupt zu begreifen, was Sie jetzt gerade machen. Und das ist schon eine schematische Vorstellung, die falsch sein kann. Und ich glaube, insgesamt aus den schematischen Vorstellungen rauskommen geht nicht, aber sich das bewusst zu machen, sollte helfen, die flexibel einzusetzen oder sie zu hinterfragen. Aber es ist ja eingeübt, ne? Es ist eingeübt. Also es geht ja selbst, ich beschäftige mich jetzt schon seit, weiß nicht, 20 Jahren, jedenfalls mit Vorurteilen. Natürlich falle ich dann nun auch selbst drauf rein. Also von mir müsste man ja erwarten, dass ich das jetzt ständig reflektiere und irgendwo da mal irgendwie auch da rauskomme. Das funktioniert aber nicht so. Sondern es ist immer noch so, dass ich mich von Leuten, von denen ich Angst habe, mich wegsetze im Bus, dass ich auch bei Bewerbungsverfahren, also ich stelle immer zu viele Frauen ein, und dass ich mich da irgendwo kontrollieren muss, was ich da eigentlich mache. Und letztendlich weiß ich da auch nicht, was richtig oder falsch ist, denn ich bin ja vollkommen davon überzeugt, dass die Frauen bei mir besser sind. Ja? Und habe ja niemanden, der mir sagt, das ist nicht so. Ja? Und die, wenn sie 150 Bewerbungen hatte ich letztens für eine Doktorandenstelle, die Informationen können sie zum Beispiel auch gar nicht alle verarbeiten, weil das sind ja solche Bücher, die inzwischen schicken und Internetauftritt und was weiß ich nicht. Da müssen sie irgendwo schematisch vorgehen und letztendlich bei Personen, wenn sie Personen beurteilen, haben sie ganz wenig objektive Anhaltspunkte, ob sie mit einem Urteil richtig liegen.